Ui, der Konvoi. Kleine Plastiklaster, hey. Die haben ja nicht mal was geladen. Haben die vorher schon wieder versoffen oder was? Einsatzziel? Einsatz erfolgreich. Ach so, richtig, Einsatz erfolgreich. Hat noch Ich kann Russisch, ne? Das ist ja beeindruckend. Ach, da sind Leute drin. Ja, klar, irgendwann muss das Zeug hier wegsaugen. Und wieso kriege ich in der ersten Mission so viel mehr Punkte als in der zweiten? Weil die erste so schwer ist. Hey, total. Ich bin mal äußerst effizient. Da kann man nichts sagen. Und die scheiß Vögel da draußen, da haben schon wieder. Weiter geht's. Ich greife wieder oben an. So wie es schon die letzten beiden Mal getan hat. Diese Plus-Animation. Einfach beeindruckend. Landkomm 16 HQ an. Gefechtskommandanten geht Zone A9. A9 Autobahn. Ja, das gefällt mir. Geheimdienst hat Daten über sowjetische Bewegung abgefangen. Brücken in der Nähe von zentraler Bedeutung für Sowjets. Brücken schnellstmöglich zerstören. Tanja unterwegs als Verstärkung. Muss unbedingt überleben. Bestätigungscode 1612. Jetzt speichern wir erstmal. Und die Musik ist gerade mal wieder super leise. Ach ja, die Artillerie da oben. Die dreht gleich immer voll auf. Und hier sieht Tanja auch noch wirklich aus wie eine Spezialagentin. Also auch in den Videos. Und Gott, hat die schnell reagiert. Ich teile euch erstmal Nummern zu. Weißt du, in den späteren Teilen, das sieht mir eher aus wie so ein Kaufgrund für Pubertierende. Also ist jetzt meine Meinung. Macht sie auch platt. So, jetzt heilt Tanja. Tanja ist verwundet, heilt sie! Komm, du darfst deiner Frau rumfummeln. Gefällt dir das nicht? Schlimm, diese Sanität heutzutage. Ciao! Ja, das da drüben, die möchte ich mir gern lebend holen. Nicht so ganz einfach ist. Moment. Da ist, sagt es manchmal noch Mechanobot, aber. Pff. Der ist halt besoffen. Ne? Mein Finger wackeln so. Ja, da will man sie doch gern reparieren lassen. Reparieren, heilen. Da, Tanja, hast du wenig Spaß mit dem Boot. Oh, wenn die Artillerie da gewesen wäre, hätte ich es vielleicht. Nee, glaub nicht. Hoffentlich würde es ein eigener Traum werden. Ach ja. So, Pflaster drauf. Oh mein Gott, ich wurde durch Siebfunk geschossen. Was, Pflaster? Oh, jetzt geht's mir wieder bestens. Machen wir sie platt! So, die Artillerie muss ich da wegen zurückhalten, weil. Fässer und so, ne? Fässer sind episch. Fässer sind einfach nur episch. Schön, dass Tanja wartet. Lassen wir ihnen eine faire Chance, bevor wir sie einfach niederschießen. So, jetzt sichern wir nochmal. Und es läuft auf jeden Fall weiter als gestern, ne? Ey, ich bin beeindruckt. Und es wird auch viel flüssiger laufen, wenn die es nicht so weit. Oh oh, oh oh, oh. Nein, ich brauch Tanja noch. Tanja. Nein, 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 nein. Bleib doch. Das mit den Nummern üben wir doch mal. Na, jetzt komm, spring das Ding mal in die Luft. Komm schon. Ach ja. Dauert einen Moment. Ach ja. Ein Hoch auf die Grafikfehler. Was zur Hölle? Egal. Tun einfach so, als wäre da nichts gewesen. Und was zur Hölle ist das denn jetzt? Notiz, nicht laden. Was ist das? Seht ihr das auch? Oh Gott, es bewegt sich. Es lebt. Ich habe noch gar keine Chronosphäre gebaut. Warum kommt jetzt. Oh, der alte Fehler. Der ist auch lustig. Immer noch schwarze Flecken. Ach, leck mich doch. Gerade eben nicht.
Na komm, spring das Ding hoch. Und ich habe Grafikfehler ohne Ende. Hau ab. Würdest du bitte mal Grafikfehler. Vielleicht sichern. Vielleicht bringt's sichern was. Ja, lustige Grafikfehler. Macht ihr das halt toll bei einem Let's Play. Jetzt habe ich zwei Mechanobots. Sanitäter. Ihr könnt euch jetzt gegenseitig heilen. Eigentlich würde ich das so haben, ne? Aber ich sollte vielleicht die richtige Taste drücken, dann wird es vielleicht auch was. So, jetzt muss ich schauen. Wie war das jetzt? Man kann Gebäude hier nämlich nur einnehmen, wenn sie schwer genug beschädigt sind. Der Ingenieur hier macht sie nur kaputt. Und deswegen bräuchte man drei Stück davon, um einzunehmen. Und ich weiß gar nicht mehr, musste man das einnehmen, verkaufen, damit man wieder einen Ingenieur bekommt? Und dann. Ich habe ja auch kein Geld, also muss ich das einnehmen, denke ich, glaube ich. Nee, roten Bereich muss es glaube ich sein, ne? Ja. Ach ja. Schauen wir einfach mal. Du springst jetzt mal das in die Luft. Weil du es kannst. Das reicht. Ah nee, da krieg ich Geld, ne? Ja. Und wenn ich das. Warum habe ich da jetzt so Grafikfehler? Das kann ich jetzt verkaufen und krieg. Keinen neuen Ingenieur! Verdammt, hat man dann nicht immer den Ingenieur bekommen? Ach, leck mich. Ich brauche euch eh nicht. Ich hab Tanja, verdammte Scheiße. Was brauche ich euch nutze? Ach Gott. Techniker. Ach Gott. Gibt's was Geileres als Techniker? Warum kann man den nicht im Spiel bauen? Warum nicht? Das muss doch ein Grund haben, dass man den nicht bauen kann. So, und jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich einen Screenshot so ein paar nehmen wollte. Weil ich neben, also während des Let's Plays nebenbei so in der Mission aus meinen Erfahrungen heraus, also ganz schlechte Idee schon mal, ne? So eine kleine Komplettlösung schreiben möchte. Ja, basierend auf dem, was ich im Let's Play mache. Ganz schlechte Idee, ich weiß, ich weiß. So, wie war das jetzt wieder? Ich hab doch so einen Techniker. Lauf mal los. Warum habe ich jetzt dauernd Grafikfehler? Sind die auch im Video? Ich hoffe nicht. Ah, tut nicht! Leck mich! Nein, eigentlich möchte ich es nicht, aber. Eins laden. Honky laden, jawohl. Was zur. So, nachdem das erstmal aus irgendeinem Grund abgestürzt ist, als ich es geladen habe. Warum auch immer. Kann ich es jetzt dann endlich fertig machen. Weitermachen. Wie auch immer. Hopp, schieß mal da drauf. Ist noch nicht kaputt genug. Oh, 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 jetzt ist aber blöd. Nein, das da. Verdammt, konnte man da nicht. Ja gut, dann hat es keinen Wert. Da geht alles mit Tanja hoch. Ich dachte immer, da konnte man. Ist man doch nicht ein Ingenieur? Jetzt kann ich Schützen bauen. Da ich keinen Strom habe, geht das natürlich unglaublich schnell. Ja, leck mich. So, nachdem ich dann ganz schnell den Schützen gebaut habe, kann es auch schon lustig weitergehen. Ich hab da noch eine Rechnung mit einem kleinen Hündchen. So ein süßen kleinen Pudel. Ah, oh, mit dem Mützchen oben drauf. Oh, ist so süß. Nein, nicht ganz. Ach, Tanja ist einfach cool. Also zumindest im ersten Teil. Im späteren Teil sieht sie dann auch nicht mehr so gut aus. Hey! Die steht auch einfach nur rum und. Nein, du hast kommt ein Hund! Nein. Der will mich zerfleischen, oder bleib ich mal stehen? Ah, leck mich!
glaube, den Speicherstand muss ich mal neu speichern. Immer wenn ich den Ingame laden will, fliege ich raus. So, vielleicht wird es jetzt besser. Oh, nö. Einen Moment. Spring erstmal alles in die Luft hier. Vielleicht kriege ich es ja diesmal hin, dass Tanja nicht wieder stirbt. Auch wenn ich es sehr unwahrscheinlich halte. Sehr unwahrscheinlich. Ich könnte alternativ auch eine Basis bauen, ne? Hey, das ist auch eine schöne Idee, oder? Ich baue eine Basis. Ja gut, mein Bauhof ist dann halt wegen ramponiert, aber sonst... Warum nicht? Ja, laufen wir da hin. Definitiv ein deutscher Ingenieur, kennt man am Sicherheitshelm, ne? Ja. Und wir bauen Stacheldrahtzaun. Kostet übrigens auch alles mehr auf schwer. Gott, ich kann wirklich eine Erzraffinerie bauen. Fehlt nur eine Kleinigkeit. Echt? Was denn, Honk? Ja, Geld und eine Raffinerie. Raffinerie, ja. Mir fehlt eine Raffinerie, um eine Raffinerie zu bauen, aber sonst habe ich alles. So, jetzt darfst du mal vorfahren. Hey, ich kann Flammenturm bauen. Cool. Dann fahren wir ein Stück weiter. Dann schießen wir auf die Fässer. Doch, Tanja! Hilfe! Boah! Ich hab's geschafft! Ich hab's drauf! Nach dem dritten Anlauf. So, sichern wir unsere Basisring ab. Ich baue da jetzt einfach sinnlos eine Basis. Oh, 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 oh! Hopp, schieß! 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 Ich weiß nicht, wer von euch beiden dümmer ist. Der eine, weil er nicht wegfährt von den Fässern, oder du, weil du einfach mal nicht schießt. Oh ja, der ist tot. Der! Ja, das waren fünf, aber der, ja. So, da kommt keiner vorbei mehr. Die Basis ist sicher. Ich sehe die Brücken, die ich sprengen muss, die ich sprengen muss, die ich sprengen muss. Lal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 
Lauft hier mal eine Basis oder? Nur ihr kommt einfach nur da runter. Mensch, Tanja, schieß doch nicht vorbei. Zieh deine KDR runter. Halt, nein, Moment. Ich meine deine. Was ist das denn? Spring das in die Luft! Kann man das einnehmen? Bringt das irgendwas? Wer bis hierhin Dings mitschleppt, einen Ingenieur und das dann einnimmt, bringt das was? Weiß das jemand? Nö! Aber versuch's einfach mal aus! Noch ein Bauhof! Ich habe hier schon eine schöne Basis, zum Glück bauen sie da nichts. Das hat die echte Probleme. Nein! Ja, ja, nein. Oh, er crasht nicht mehr. Gut, er crasht immer noch. Warum auch immer er das jetzt macht. Ah, warum gehst du nicht gleich darüber? Ich baue ein paar Schützen, komm. Kann ich die vorschicken und von den Hunden töten lassen? So. Wo bleibst du denn? Mensch, machst du unterwegs noch die Haare oder was? Oh, ich muss noch 5 Minuten ins Bad. Oh Gott. Wieso wird noch Stunden dauern? Das heißt, also, ich darf jedes Mal nicht Ladespiel beenden und neu starten. Oh Gott! Die spätere Mission werde ich ständig laden müssen. Oh Gott. Warum hasst dieses Spiel mich so? Oh. Ich hasse Hunde. Die können auch Spione finden, das ist voll scheiße. Schön, dass du uns sagst, was für Einheiten später kommen, wo wir doch gar nicht kennen. Ach komm, seid ehrlich. Das Spiel kennt jeder. Das hat jeder schon gespielt. Und wer es noch nicht gespielt hat, der ist, naja, der hat es gerade alles verdient. Das ist mir ein Spoiler. 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 Ja. Wir springen erstmal die Basis wieder in die Luft. Schön, dass die gar nichts machen, außer. Oh, jetzt machen sie was. Komm, ich brauche mal ein paar Pflaster hier. Da, heilt mal Tanja. Das sind immer zuerst die. Das sind nie Tanja zuerst heilen. Verstehe ich nicht. Fummel ich auch gerne an Frauen rum. Oh, da lebt doch ein Mann. Da lebt doch ein Mann. Honk Deutsch und so, ne? Könnt ihr jetzt das. Oh. Hätte nicht gedacht, dass es geht. So, ich will noch den Bauhof sprengen, weil wenn ich das mit 4 solchen Dummen da versuche, das wird nichts. Und da war auch der Bauhof kaputt. Das war ein Materialfehler. Das war ich nicht. So ganz alleine explodiert. Man, wer kennt das nicht? Man steht gerade in einem Gebäude, denkt an nichts Böses und plötzlich explodiert das Ding einfach. Ich glaube, das darf ich nicht zu nahe kommen. Das darf ich nicht zu nahe kommen. Nein. Schauen wir mal, ist es noch tief? Ja, ne? Ja, das läuft ohne Strom, glaube ich. Jupp. Ja, echt heißer Kerl, muss ich sagen. Diese beide über denselben heilen. Praktisch. Und wenn es so nach rechts geht, wird dieses Schwarz ein bisschen größer. Also der Rand am Balken. Oder bilde ich mir das bloß ein? Keine Ahnung. Und wovon redest du schon wieder? Oh. Wir sind Bob und Tom. Oder auch besser bekannt als Hey, ihr da hinter den Büschen. Also in der Frauenwelt. Gott, hat der Witz da gut gepasst. Wir sichern? Sicher ist sicher. Boah. Jetzt sind die Brücken alle kaputt. Oh. Du lebst da noch. Nö, ich bin tot. Ignorier mich.
wie all die anderen Frauen. Kam da nicht Panzer, wenn man da drauf lief? Bin mir gerade nicht mehr sicher.